Ich bin gespannt, ob Maira zum Thema Wetter irgendetwas einfällt, das auch unsere Herzen erwärmen könnte. Wer will das denn haben? Ja, die Lufttemperatur liegt auch bei 31 Grad. Da kann man sich im Wasser doch gar nicht abkühlen. Hallo, liebe Zuschauer. Und bei uns passiert ganz dem April entsprechend wettertechnisch dafür einiges. Mal gibt's Wolken, mal Sonne, mal Regen, mal Graupel, mal nassen Schnee. Und mit den Temperaturen geht's auch erst wieder runter, dann rauf, dann wieder runter. Das war jetzt die Kurzversion. Die lange folgt zugleich. In der ersten Nachthälfte ist es noch locker bewölkt und trocken. Später verdichten sich dann vom Vogtland her die Wolken und es beginnt zu regnen, zum Teil schauerartig verstärkt und örtlich auch recht kräftig. Die Regenwolken ziehen dann bis zur Elbe. Morgens lässt der Regen im Vogtland wieder nach. Das alles dann bei 7 bis 5 Grad minimal. Morgen halten sich zunächst noch die dicken Regenwolken, bis sie dann weiter nordwärts ziehen, aber nicht, bevor sie sich nochmals zum Teil kräftig abgeregnet haben. Dahinter lockert es etwas auf, aber auf einzelne Schauer müssen wir uns trotzdem einstellen. Typisch April eben. Das alles dann bei 9 bis 13 Grad höchstens und einem schwachen, teils mäßigen Wind. Donnerstag bleibt es dann überwiegend dicht bewölkt und nur zögerlich lockert es auch mal etwas auf. Aber immerhin bleibt es meist trocken. Und der Freitag wird dann der schönste Tag der Woche sein. Schon am Sonnabend zückt der April dann wieder seine gesamte Repertoirepalette. Bis morgen. Tschüss.